Jesus ist also in einem Haus, um ihn herum sitzen im Kreis Leute, die ihn hören wollen, die zu ihm gehören, seine Jünger. Kann sich das richtig vorstellen? So ein Sitzkreis, wo es um die ernsten Dinge des Lebens und des Glaubens geht. Jesus lehrt sie und sie haben Gemeinschaft miteinander. Und dann kommt die Botschaft, dass seine Familie, die leibliche Familie von Jesus, nach ihm sucht. Und um zu wissen, welchen Sinnes die waren, lese ich uns aus dem gleichen Kapitel etwas vor, das ein wenig früher steht, die Verse 20 und 21. Da heißt es, Jesus kommt in ein Haus und wieder kommt die Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Brot essen konnten. Und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Also, die leibliche Verwandtschaft von Jesus, seine Brüder, Schwestern, seine Mutter, die waren der Auffassung, oh oh, unser Jesus spinnt. Den müssen wir am besten aus dem Verkehr ziehen und ihn zu Verstand bringen. So waren die also eingestellt und so können wir uns vorstellen, was die auch darüber dachten, dass er da nun gerade mit Freunden in einem Haus saß und seine Dinge, die ihm wichtig waren und die er auszurichten hatte, erzählte. Wenn wir uns diese Geschichte, diesen Bericht ansehen, dann könnte man daraus schließen, dass Jesus etwas gegen die natürliche Familie, gegen die Verwandtschaft an sich auch von uns hat. Das ist nicht der Fall, sondern im Neuen Testament ist die Familie ein ganz hoher Wert, etwas Schützenswertes, etwas, das Gott segnen will, etwas, bei dem Gott sich freut, wenn wir in diesem Beziehungsgeflecht leben und wenn wir darin gute Beziehungen pflegen. Und dennoch setzt er eine andere Priorität. Jesus macht deutlich, wenn es hart auf hart kommt, wenn die natürliche Familie gegen die neue geistliche Familie steht, wenn die natürliche Familie verhindern will, dass ich mich zu meiner Familie in Christus halte, dann soll ich der Verwandtschaft nicht nachgeben. Und doch ist diese neue Gemeinschaft ja auch offen für die natürliche Familie. Wir dürfen beten, dass noch nicht gläubige Familienangehörige zum Glauben kommen. Das ist gut, das ist unser Auftrag. Und wir können uns umso mehr freuen über Verwandte, die auch glauben und wo es eine Schnittmenge gibt zwischen der neuen geistlichen Familie und unserer natürlichen biologischen Familie. Und in der Tat sind ja mindestens Jakobus, der natürliche Bruder von Jesus, und Maria, seine Mutter, zum Glauben gekommen und waren auch nach Kreuz und Auferstehung dabei. Bei der Gemeinde Jesu gehörten dazu. Und Jakobus hat sogar die Gemeinde in Jerusalem geleitet. Was wir hier hören, ist zu dem Zeitpunkt eine kulturelle Sensation und ist es im Grunde auch noch heute für viele. Die natürliche Familie, das war der engste Kern und hatte die höchste Priorität. Keine Gemeinschaft war höher zu sehen als diese. Sie war der erste Bezugspunkt. Es zählte das, was in der Familie gesagt und gemeint wurde. Das Familienwohl stand über allem. Und mit dieser Kultur bricht Jesus und sagt, das ist die wahre Familie. Das ist die
eigentliche Familie, diejenigen, die mit Gott leben und die untereinander Brüder und Schwestern sind, Bruderschaft, Schwesternschaft in einem höheren Rang als biologische Bruder- und Schwesternschaft. Und das ist auch immer noch eine Sensation, ein Tabubruch für viele Menschen, weltweit gesehen, zum Beispiel für unsere Brüder und Schwestern aus dem Iran und Afghanistan, ist das etwas völlig Neues. Es zählt nicht mehr die biologische Familie an erster Stelle, sondern die Gemeinde Jesu ist der primäre Bezugspunkt. Das kann nun zu Konflikten führen. Glaubenskonflikte mit der biologischen Familie. Und ich habe das einige Male miterleben dürfen, wenn jemand aus dem Iran oder Afghanistan gebetet hat für seine Familie, dass die, die noch in der alten Heimat sind, doch zum Glauben kommen mögen. Und wir haben mit ihnen gebetet. Und dann die Angst, es denen zu sagen, dass man nun Christ geworden ist. Und dann das Glück, das manchmal entstand, wenn sie erzählt haben, ich bin nicht verstoßen worden von meinem Vater. Der redet noch mit mir. Und manchmal, der findet das sogar interessant und will jetzt versuchen, sich auch eine Bibel zu besorgen. Der findet das sogar gut, dass ich diesen Weg gehe. Und es ist wirklich ein Kampffeld hier und umso wichtiger, die Prioritäten richtig zu setzen und das Ganze mit viel Gebet zu begleiten und zu umgeben. Bevor ich nach Jenfeld kam und noch vor meinem Vikariat, da habe ich ein einjähriges Praktikum in einer Kirchengemeinde gemacht. Da kamen auch junge Leute zum Glauben. Und ich weiß, eine 16-Jährige, die Jesus als ihren Herrn und Retter angenommen hat und die nun begeisterte Christin war, die hatte Eltern, so gut bürgerlich, ein Lehrerehepaar, aufgeklärt. Und die hielten gar nichts von Kirche und Glauben. Und die haben ihre Tochter ganz schön unter Druck gesetzt, doch nicht so oft in die Gemeinde zu gehen und endlich mal vernünftig zu werden und nicht mehr dieses mittelalterliche Zeug zu glauben, das die Christen glauben. Und das war für diese junge Frau gar nicht einfach. Es war ein echter Konflikt. Und wir haben das damals als Jugend dieser Gemeinde alle mit begleitet und wahrgenommen und auch sie umbetet. Wir kommen damit an einen Punkt, so ein Nebenpunkt, aber den ich durchaus für wichtig halte. Wie ist es denn mit der Partnerwahl? Wenn ich überlege, mich mit jemandem zu befreunden, den ich später vielleicht heiraten will, der oder die kein Christ ist. Und es gibt im Neuen Testament einige Hinweise, dass das eine durchaus problematische Angelegenheit ist. Und nach meiner seelsorgerlichen Erfahrung ist das kein gutes Unterfangen. Wenn ich mir als Christ eine Frau wenn ich überlege, mich mit ihr zu verbinden und sie ist keine Christin, dann habe ich gleich einmal schlechte Karten in dieser Beziehung, weil es, wenn diese Frau, die keine Christin ist, das sieht, eine Vermutung sicherlich hat, dass ich es vielleicht mit dem Glauben doch nicht so ernst nehme, wenn ich bei der Partnerwahl das schon mal hinten anstelle. Und ich erinnere mich an meine Studentenzeit, an einen Hauskreis, wo mehrere junge Christinnen waren, die Freunde hatten, die also so Boyfriends, ne, also der, den man vielleicht später heiraten will,
die keine Christen waren, wo wir viel Zeit im Gebet damit verbracht haben, dafür zu beten, dass die doch zum Glauben kommen. Und die Beobachtung, es ist ganz, ganz selten so, dass dieser nichtchristliche Lebenspartner christlicher wird. Und es ist ganz, ganz oft so, dass der Christ in der Beziehung dann Abstriche machen muss. Nicht mehr so oft in die Gemeinde gehen, nicht mehr so oft die Bibel lesen und eher im Glauben schwächer wird, Kompromisse machen muss. Bis dahin, dass manche auch ihren Glauben verloren haben. Also, Priorität der geistlichen Familie. Wenn ich mich auf diesen Weg begebe, zu sagen, okay, ich habe meine biologische Familie, ich bin dankbar für das, was ich hier bekommen habe, an Liebe, an Schutz, an Zuwendung, an Prägung, aber ich fange an, als Christ diese Prägungen, die ich mit auf den Weg bekommen habe, zu prüfen, anhand dieses Buches, anhand, mit Hilfe der neuen Gemeinschaft, in der ich stehe, der Gemeinde. Und das ist ein Prozess des geistlichen Erwachsenwerdens, dass ich die Prägungen, die ich mitbekommen habe, mir ansehe und sie prüfe, ein wenig Abstand nehme und gucke, ist das wirklich gut? Ist das tatsächlich eine positive Prägung? Ist es eine Prägung, die mit dem Willen Gottes übereinstimmt? Oder ist sie das vielleicht nicht? Und muss ich selber sehen, dass ich hier eine Korrektur vornehme und mich neu prägen lasse? Das ist Arbeit. Das ist Gucken auf sich selbst. Das ist auch ein Ehrlichsein mit sich selbst. Aber dann auch ein selbstbestimmtes Leben, dass ich neu ordne und dass ich ganz der Herrschaft Gottes unterstelle. Ich will Ihnen zwei Beispiele nennen, gehen beide um meinen Vater. Mein Vater, dem ich insgesamt sehr dankbar bin, dass er mich gezeugt hat und so, und er hat wirklich das Beste gegeben für mich, da bin ich fest von überzeugt. Aber die eine oder andere Prägung, die fand ich problematisch, als ich Christ geworden bin. Einer seiner Sprüche war zum Beispiel, wenn es um das Thema Wahrheit und Lüge ging, er sagte, ich lüge nicht, außer ich lüge nur zu meinem Vorteil. Das war so seine Art, mit Wahrheit und Lüge umzugehen, mit der ist er wahrscheinlich ganz gut gefahren. Und ich kannte diesen Spruch von ihm, ich lüge nur zu meinem Vorteil. Aber als ich dann irgendwann auf dieses Gebot gestoßen bin, du sollst nicht lügen, da wusste ich, dass ich diese Prägung abstreifen musste und mir eine neue Prägung von der Bibel her zulegen musste. Und dann noch etwas. Mein Vater hatte durchaus eine große Offenheit für Magie, für Esoterik, für Okkultismus. Und ich erinnere mich einmal, wir lebten in einem Dorf, da gab es 3 Ärzte und 6 Besprecher. Besprecher, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das sind damals in Dithmarschen war das weit verbreitet, so Leute, die mit Magie operierten, verschiedenen Zaubersprüchen tatsächlich und die damit gewisse Heilungserfolge verbuchen konnten. Und die Ärzte schickten manchmal auch in bestimmten Fällen zu diesen Besprechern und sagte, ich kann dir da nicht helfen, geh mal zu dem und dem oder der und der. Und mein Vater hatte eine Warze am Finger und die ging nicht weg. Und der Arzt hatte aufgegeben und hatte dann gesagt, geh mal da und dahin.
Und ich wusste, also mein Vater erzählte das, und ich wusste aus der Bibel, dass solche Praktiken von Gott nicht gewollt sind. Und ich wusste aus der christlichen Literatur, dass sie oft auch richtig schaden. Dass es zwar Gesundheit gibt manchmal, aber dass dann oft ein Preis zu zahlen ist, der manchmal im Bereich psychischer Erkrankung ist. Und ich weiß, dass die Frau, die dann meinen Vater besprechen wollte, dass deren Familie ganz viel in diesem Bereich leiden musste. Und ich glaube, dass dieser Zusammenhang da ist, der auch in der Bibel erwähnt wird, zwischen solchen Praktiken und ganz schlimmen Folgen für die Familie. Eine Folge davon ist auf jeden Fall, dass eine Blindheit gegenüber dem christlichen Glauben zustande kommt und diese Leute oft völlig zu sind, wenn es um das Evangelium geht. Nun, mein Vater wollte da also hingehen, ließ sich auch von mir nicht davon abbringen, und ich habe dann, als er dort hingegangen ist, mir Zeit genommen und habe die ganze Zeit für ihn gebetet, dass das nicht wirken möge. Und dann kam er nach einiger Zeit wieder, war völlig frustriert und sagte, diese Frau hätte zu ihm gesagt, bei dir brauche ich das gar nicht erst versuchen, das spüre ich, bei dir wirkt das nicht. Und ich freute mich, dass er da um eine Bindung herumgekommen war, und ich freute mich zu sehen, dass Gebet offensichtlich eine starke Waffe und eine machtvolle Option ist. Okay, auch das ein Bereich, wo ich in meinem geistlichen Erwachsenwerden mich durch Prägung, durch meine Eltern nicht habe festlegen lassen, sondern mich gelöst habe und andere Dinge glaube und lebe. Ich glaube, das gehört wirklich zum christlichen Erwachsenwerden dazu, zu prüfen und selbst zu entscheiden, was man glauben und leben will. Die Gemeinde, die Gemeinschaft derjenigen, die auch den Willen Gottes tun wollen, die Gemeinde als Familie Gottes. So legt Jesus uns das hier ans Herz. Wir, die wir hier sitzen und glauben, haben gemeinsam Gott zum Vater. Wir haben gemeinsam Jesus zum Bruder. Wir sind unter all denen, in denen auch der Heilige Geist wohnt. Und so sind wir untereinander Brüder und Schwestern. Und ich finde interessant, dass Jesus hier auch sagt, redet von, die sind meine Mutter. Könnte man sagen, geistlich gesehen sind wir untereinander natürlich Brüder und Schwestern und nicht Mutter und Vater darunter. Aber dennoch glaube ich, dass es dieses Amt der Mutter im Glauben und des Vaters im Glauben sehr wohl gibt und geben soll. Ich erinnere mich an manche reife Christen, die mich geprägt haben, die mich im Auge hatten, die mich unterstützt haben, die mich korrigiert haben, für die ich sehr dankbar bin, wenn ich so in meine Glaubensbiografie gucke. Und ich glaube, dass wir mehr ältere, reifere Christen brauchen, die das bewusst annehmen, dass sie reifer und älter sind und bewusst sagen, ich will eine Mutter im Glauben sein für junge Christen. Ich will ein Vater im Glauben sein. Ich will mich investieren in die nächste Generation. Nicht indem ich denen vorschreibe, was sie zu tun habe, nicht indem ich die einschüchtere und sage, das geht aber gar nicht und ihr müsst das so machen wie wir, sondern indem sie Zeit haben, indem sie zuhören,
indem sie genau hingucken, was brauchen diese jungen Leute, wie kann ich den unterstützen, indem ich bete, indem ich Ratschläge gebe, nur wenn ich gefragt werde nach Ratschlägen, indem junge Leute wissen, da sind diese und diese Personen, zu denen kann ich gehen. Die haben Zeit für mich. Die haben ein offenes Haus und ein offenes Ohr für mich. Die wollen mir nichts Böses. Die wollen mir nicht ihre Agenda aufdrücken, sondern das sind Pluspunkte in meinem Leben, auf die ich zählen kann. Mein Aufruf heute: Lasst uns mehr zu Vätern und Müttern im Glauben werden, die sich positiv ohne Eigennutz investieren in das Leben von jungen Christen. Ich komme zum Schluss. Lest noch mal die letzten beiden Verse dieses Textes. Jesus blickte umher auf die um ihn im Kreise Sitzenden und spricht: Siehe, meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Jesus ist hier. Wir glauben das. Er hat es versprochen: Wo sich zwei oder drei in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus ist jetzt hier in unserer Friedenskirche. Unsichtbar im Moment, aber so wahr dieses Buch die Wahrheit spricht, so wahr das, was Jesus gesagt hat, tatsächlich ist, er ist jetzt hier. Und vielleicht geht er gerade durch die Reihen und sieht dich und sieht mich und er denkt, wenn er uns so sieht, mein Bruder, meine Schwester. So denkt Jesus über uns. So dürfen wir uns von ihm gesehen wissen. Er ist da und er behandelt uns als seine Geschwister, als seine Familie. Liebe Besucher der Friedenskirche heute Morgen, willkommen zu Hause. Amen.